So, ein Grünblatt. Ein bisschen Erz zum Mitnehmen. Eins. Zwei. Drei. Das hat sich gelohnt. Ah, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, so, hier waren wir schon. Gehen wir mal hier runter. Ich wollte ein bisschen hinter der Hütte lang gucken. Ich weiß, was ich jetzt mit diesem komischen Ärmel eigentlich machen soll. Hm. Ah, hier ist noch ein Lager von Eldrick. Eldricks Vorräte. Und nochmal von vorne. Haut natürlich den Erzdruiden aus. Logisch. Er hat einen Dietrich. Na dann. So. So, 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 so. Noch ein bisschen Pflänzchen hier. Ja, mehr scheint ja auch nicht zu sein. Den Rest haben wir alles schon abgegrast. Gut. Warte mal. Eine Spur von Eldrick. Wir müssen Eldrick suchen. Jasmin. Er ist ein Jasmin. Ach so. Ah, die. Mit der Hütte da vorne. Stimmt. Hm. Warte mal, ich gehe erstmal pennen. Ich will mal ein bisschen Ressourcen aufladen und nicht schon wieder Mana-Tränke dafür. Apropos. Wir haben doch welche gekauft. Genau. Zack. So. Wir keine Ressourcen verschwenden, also nutzen wir einfach Eldricks Hütte mal aus und pennen eine Runde. So, zack. So. Okay, dann mal auf zur Jasmin. Ah, guck mal, die Morgensonne. Mm, die kitzelt so schön in der Nase. Nicht wunderschön? Einfach nur toll. Na gut, Jasmin. Oh, hier ist noch ein Grünblatt. Das habe ich wohl übersehen. Übersehen und untersehen. Das kann schon mal passieren. So, hier ist noch eine Beere. Ach, Alter, was ich alles übersehen habe. Unfassbar. So, mal gucken, was die Jasmin uns hier nun sagen kann zu diesen Ärmel. Hey Jasmin, ich habe eine Frage. Und zwar? Hast du den Druiden gesehen? Wen? Eldrick. Ach, den komischen Kauz, der weiter oben seine Hütte hat? Nein, den habe ich schon länger nicht gesehen, aber das ist nichts Ungewöhnliches. Er will meistens allein sein. Ha? Aber? Ich muss Eldrick finden. Ist er nicht bei seiner Hütte? Nein, sie ist verlassen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin sein könnte. Aber wenn es so dringend ist... Vielleicht kann mein Wolf Rufo dir helfen. Was? Wie denn das? Wie kann dein Wolf mir helfen? Er hat die beste Spürnase auf der ganzen Insel. Er kann bestimmt die Fährte des Druiden finden. Was verlangst du für deinen Wolf? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Ich würde ihn höchstens ausleihen. Was verlangst du? Nun, wir haben einen Haufen Felle, kommen aber nicht in die Stadt. Wenn du sie mir abkaufen würdest, für 200 Gold... Was? Was hast du zu verkaufen? Felle. Tatsächlich, sie hatte noch Felle rumliegen. Hm. Und meinen ganzen Dreck, den ich ihr angedreht habe. Na komm, da können wir auch mal freundlich sein und geben ihr ein bisschen Gold. Ich will deine Felle kaufen. Hier sind sie. Danke. So. Und was ist jetzt? Was ist jetzt mit dem Wolf? Also gut. Ich werde ihn dir überlassen. Aber wenn er zu Schaden kommt... Ich werde darauf achten. Das will ich hoffen. Also, wenn du willst, dass Rufo auf dich hört, solltest du dich erstmal mit ihm anfreunden. Gib ihm was zu fressen. Das hilft. Wenn du willst, verkaufe ich dir rohes Fleisch. Nö, nö, lass mal stecken. Ich habe ganz viel Fleisch in meinen Taschen. So, hey Rufo. Na, alter Junge, hast du ein bisschen Hunger auf Fleisch? Ja? Guck mal hier. Ich habe hier was für dich. Jam, 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 jam. Ja, bist ein feiner Junge. Ja, ganz brava. Und jetzt? Damit Rufo die Fährte aufnehmen kann, brauchst du etwas, was dem Druiden gehört. Nimm ein Kleidungsstück von Eldrick und halte es Rufo unter die Nase. Dann musst du ihm nur noch folgen. Natürlich. Hier, guck mal, ein verschimmelter... Ach so. Ach so, ich dachte gerade, ich kann ihn Rufo fragen, ob er was zu verkaufen hat. So. Guck mal hier, ich habe einen alten, schimmeligen Ärmel. Riech mal dran. Such. Hm, das ist ja cool gemacht. Mal kurz husten, warte mal. So,
Ja, das ist ja cool gemacht. Das haben wir quasi so einen kleinen Begleiter, der uns hier führt. Sehr, sehr cool. Ein Glück, dass wir schon die ganzen Viecher hier weggekloppt haben. Guck mal, da ist noch ein Grünblatt. So. Ja, ja, ich komme schon. Nicht dahin? Aha. Mal gucken, wo der uns es hinführt. Der gute Rufo. Ja gut, also hier hätte ich auch selber hingefunden. Mensch, Rufo. Was denn? War ja klar, die Druidenhütte. Weiter, Rufo, such! Such, such, guck mal, ich hab einen Hund. Hast du Eldrick gefunden? Schnauze. Nein, noch nicht. Dann such weiter. Wir müssen ihn finden. Ja, ja. Übrigens? Ich habe einen Wolf, der uns zu ihm führen wird. Ein Wolf? Das ist ja merkwürdig. Aber wahrscheinlich passiert sowas, wenn man sich mit Druiden einlässt. Wenn du willst, werde ich dich auf deiner Suche begleiten. Ja, klar. Komm mit. Mach ich. Wie du hier noch weiter rumstehst und dir einen Wanst voller Äpfel vollschlägst, kannst du auch mir folgen. I follow you. Da. Der Rufo. Oh, guck mal, das sind Pilze. Ja, fein, Rufo. Ja. Ja, guter Wolf. Komischer Ort. Hier ist es irgendwie unheimlich. Ja, weiter? Such weiter, Rufo. Aber ich würde gerne noch ein paar Pilze mir holen. Warte mal. So. Der wartet doch auf mich, ne? Der gute Rufo. Ja, ja, der wartet. Noch ein Pilz. So. So, Rufo. Ich habe meine Pilze. Wir können weiter. Go, go, go. Ah, hier lang. Ah, hier unten war ich wohl noch nicht, ja? Hey, du Schwein! Nimm dies! Und aua! Und aua! Und das! Aua! Ja gut, das Schwert ist ein bisschen langsam, aber es geht. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen Mana sparen, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Gerade halt für die kleineren Viecher. Klar, die großen wirst du weiterhin wegballern. Mit so Feuerbällen, aber... Das geht auch so. Hallo! Ja. Aua. Aua. Ach, Schnauze. Ja, so ist es gut. Wir haben ja auch recht viel live. Ja. Gut gemacht. Hast du was gefunden, Rufo? Ja, komm weiter. Weiter. Uff, uff. So, erstmal looten hier. Ja, wie gesagt, gerade bei den kleinen Viechern kann man echt gut Mana sparen damit. Das ist super und die machen auch nicht so viel Schaden. Oh, ein Druidenstab. Oh. Ein Druidenstab. Kann ich den... Dieser Stab gehört Eldrick. Das sieht aber cool aus. Oh, den würde ich gerne... Der sieht cool aus. Würde ich gerne behalten. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe einen neuen Stab. Lalalala. Sieht echt cool aus, oder? Den behalte ich jetzt. Wahrscheinlich will den Eldrick dann irgendwie zurückhaben, aber das kann er echt knicken. Das ist quasi mein Finderlohn. Warte mal, da baller ich mal so rein. So. Am. Du bist fällig, Mistvieh. Genau. Das ist doch gut, dass Rufo mitkämpft. Finde ich voll super. Ein sehr, sehr braver Wolf. So. Ja, ich höre dir zu. Ich lausche. Ja, das war ganz toll. Das sehe ich übrigens genauso wie er. Also das, was er gerade erzählt hat, Freunde, das sehe ich absolut 1:1 genauso. Ich habe dir auch nichts hinzuzufügen. So. Oh, mehr Gnome. Na komm, die hauen wir mal so weg. Hier. Du bist fällig, Mist. Jetzt ist aber gut. Hier, ich hab eine dicke Keule. Bam. Level up. So. Zack, zack. Ein bisschen.
looten. Nee, das wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich hier ran. Oh. Es donnert und blitzt. Als ich mit Rufo und Cyrus den Erzdruiden Eldrick suchte. Rufo war unruhig. Los, weiter. Doch ich sagte ihm, los weiter. Rufo hörte auf mein Wort. Der Weg war gepflastert mit Steinen und Pflanzen. Und Rufo führte uns zu einem alten Tempel. Ja, braver Wolf. Er war ein braver Wolf. Und ich sagte zu ihm: Los, such weiter. Doch es gefiel ihm nicht. Was ist los? Willst du nicht weiter? Ist Eldrick da drin? Muss ich wohl alleine weiter. Du kannst wieder nach Hause. Nachdem mir Rufo seine Lebensgeschichte per Bellen erzählt hat, entschied ich, den Weg alleine fortzusetzen. Und zunächst einmal suchte ich nach wertvollen Gegenständen und Truhen, doch ich fand nichts. Und so fragte ich meinem Magierkollegen Cyrus, ob er eventuell Rat wüsste, was wir mit diesem Kraftfeld machen sollen. Und ich sagte zu ihm, bevor ich Meister Cyrus angeklickt habe, klickte ich zunächst einmal dieses Kraftfeld an. Kam ein Schlag. Und es wurde mir klar, ich muss Meister Cyrus fragen, ob er mir dabei helfen kann. Du musst mir helfen, diese Barriere zu öffnen. Gut, dann lass mich mal sehen. Vielleicht kann ich... Lass mich mal sehen. Meister Cyrus wiederholte sich zweimal. Und klickte ebenfalls das Kraftfeld an. Er bekam einen Schlag. Und es wurde ihm klar. Und zwar wurde ihm Folgendes klar. Nun ja, das ist eine magische Barriere. Kannst du sie öffnen? Das kannst du selbst. Es gibt einen Zauber dafür. Hier, ich habe ein paar Schriftrollen dabei. Das war jetzt super. Ah ja, dreimal magisches Kraftfeld. Hast du einfach so aus dem Nichts herausgeholt? Du alter Lux, du. Na komm, dann... Ein magisches Kraftfeld. Ja, komm, mach's kaputt. Ja, wieder einen Schlag bekommen. Achso, muss ich das drauf casten? Warte mal. Magisches Kraftfeld zerstören. Leviosa! So. Okay. Achso, erfolgt mir trotzdem. Ja, das ist sehr gut. Ich trinke mal Mana-Trank. So. Speichern wir mal. Und auf geht's in die Tiefen wieder einmal. Oh, Echsenmenschen. Die hau ich so um. Mit meinem Feuerball. Pam. Den kriegen wir. Ah ja. Oh. Ah, sehr gut. Cyrus tankt. Los, haut drauf, Junge. Die haben grünes Blut. Das ist toll. Das heißt, es sind quasi Marsmenschen. So, aha, es gibt hier drei Wege. 1, 2, 3. Ja, da gehen wir erstmal die Randwege so ein bisschen ab und gucken mal, ob wir da was Tolles finden. So. Hier haben wir eine Mana-Pflanze. Na, immerhin. Hallo. Pam. Ins Genick. Den kriegen wir. So. So wird's gemacht. Aber bis du dich auskehst, mein Freund, ist alles schon längst erledigt. So. Hier ist nichts außer eine Truhe. Eine schwere Truhe. Eine Karte des Echsengefängnisses. Aha. Hier. Können wir uns ja mal angucken, diese Karte. Warte mal. Schriftstücke. Karte. Karte der Insel. Wo sind die nur hier? Karte. Ach so. Oh ja, die ist natürlich ausgesprochen hilfreich. Also ich bin jetzt hier. Aha, das sind also zwei Kammern hier und der mittlere Weg führt dann ins Haupt, in den Hauptbereich. Okay, ja, wir gucken trotzdem natürlich einfach alles durch. Oh, hier ist keiner. Okay. Aber noch eine Truhe. Ah, sehr gut. Hm? Wer sagt's denn? So. Auch mitgenommen. Hier ist noch ein kleiner Gang.
Hier ist aber auch niemand. Ja, sehr gut. Grünblatt. Ups. Ja, na gut. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir auf die andere Seite. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Schätze. Oder irgendwelche... Also eigentlich suche ich ja vor allem nach diversen Runen und Steintafeln für die Weisheit. Weil wir das unbedingt brauchen. Der ganze andere Kram ist mir eigentlich ziemlich egal erstmal. Sehe dich. Ui. Aufgepasst, Hilfe. Es geht los. Oh. Da. Ja, so ist es gut. Ja, ne? Hab ich gut gemacht, danke. Ist es immer toll, wenn die Arbeit, die man macht, auch geschätzt wird. Ah, hier ist ein kleiner Durchgang. Ich speichere mal. Ah. Jetzt sind hier lang. Ah, ich sehe, worauf das hinausläuft. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin, weil ich will erstmal den mittleren Gang durchsuchen, bevor wir uns das hier in einen Nautilus verwandeln. Achso, noch ein Schwert. Meine. So. Gut, dann durch den Hauptgang. Der Hauptgang. Ein Gang. Hallo. Zack. Hihi. Du bist fällig, Mistvieh. Oh, ganz schön viel da auf einen Haufen. Am, einfach reinbomben da. So. Bam. Ja, so ist es gut. Das macht echt Spaß, so reinzubomben. Wenn man nicht so dumm weglaufen muss, ist echt super. Sollte man viel, viel öfter einem so einen NPC ranstellen. Macht es zwar ein bisschen einfacher, das Ganze. Aber wenn der irgendwann mal verreckt, dann ist man ja wieder alleine. Das wäre ganz cool, weißt du, wenn man so eine Art Söldner anheuern könnte oder so, ne? Gerade als Magier oder als Bogenschütze. Man kann ja auch Bogenschütze spielen, glaube ich. So wird's gemacht. So. Zack. Ja, so ist es gut. Alles töten. Und dann gucken wir doch erstmal durch, was wir hier Feines haben. Eine schwere Truhe. Oh Gott. Mal von vorn. Riesigen Schlösser immer. Links, rechts, links, rechts. Und nochmal. Links, rechts, links, links, rechts, rechts. Na also. Okay. Immerhin was. So, da ist noch ein Gang. Dann haben wir hier noch ein Häuschen. Da geht's irgendwie rüber. Müssen wir vielleicht dann levitieren. Ja, wir schauen einfach mal. Ich gehe mal hier lang. Ja. Ein Wächter. Okay, der ist ein bisschen stärker als die anderen, oder? Oh ja, um einiges stärker. Den kriegen wir! Komm und schnapp sie dir. Oh, kein Mana mehr. Warte, kurz trinken. Cyrus hält eh übelst viel aus. Ich glaube, der ist erst unsterblich. Cyrus, weg da. Bist beim Sichtfeld. So. Ah, der war um einiges stärker auf jeden Fall. Und er hat einen Zellenschlüssel dabei. Das ist ja toll. Ja, sehr cool. Oh. Noch jemand hier? Ich trinke mal so einen Mana-Trank hier. Okay. Hier ist das Gefängnis. Das heißt, ich kann jetzt hier alle aufmachen. Oh, jetzt darf ich hier einziehen. Das ist ja cool. Warte mal, dann machen wir mal die ganzen Zellen auf. Gucken mal, ob da irgendwas Cooles drin ist. So ein kleiner Pisseimer hier.